Jessica Ahrens macht sich bittere Vorwürfe, denn im Sonnenstudio kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, an dem die 38-Jährige offenbar die Schuld trägt. Und das ist noch längst nicht alles. Ja. Was haben Sie denn da? Ich habe beim ersten Tag jetzt im Sonnenstudio habe ich irgendwie gleich eine Kundin ganz verbrannt, die ganz schlimme Verletzungen. Und die möchte mich jetzt anklagen wegen schwerer Körperverletzung. Jetzt mal ganz langsam. Anklagen wird sie keine Kundin. Wenn, dann überhaupt anzeigen. Aber jetzt erzählen Sie mir einfach mal, was genau passiert ist. Ja, also ich habe angefangen im Sonnenstudio und ich hatte da eben eine Kundin bedient. Die Chefin war irgendwie gerade einkaufen und die Kundin wollte eine stärkere Sonnenbank. Und die war auch schon vorgebräunt. Und dann habe ich diese Sonnenbank eben so eingestellt, wie mir das die Chefin auch gezeigt hat. Und also auf 25 Minuten. Und dann nach 20 Minuten kam dann ein riesiger Schrei. Oh mein Gott, Hilfe, ich brenne! Ach, was ist das? Oh Gott, wie konnte das denn passieren? Ja, das frage ich mich auch. Die Frau war wirklich krebsrot, wirklich schwerste Verbrennung und es war immer so schlimm. Ich bin hier eingeschlafen und ich dachte, ich bin hier nur 20 Minuten unter. Ich hol mal eben den Krankenwagen. Ich habe dann auch schnell den Notruf geholt und bin, weiß nicht, dann kam die Chefin rein und geh mal durch, nee, bitte schnell. Das gibt's doch nicht. Ja, wir brauchen hier einen Krankenwagen. Frau Bender. Was ist denn hier passiert? Was hast du denn gemacht? Bist du unfähig oder wie? Guck mal hier, Temperatur an Dauer anpassen. Hast du das gelesen? Meine Chefin hat mich dann nach vorne geschickt. Ich weiß auch nicht, ich war so durch den Wind und ich wollte dann irgendwie noch ein Paket aufmachen. Und dabei bin ich mit dem Cutter irgendwie abgerutscht und habe mir in die Hand geschnitten. Und dann kamen auch schon die Sanitäter und ja, habe ich mich einfach entschuldigt und bin gegangen. Das. Okay. Aber jetzt schauen Sie mal. So wie Sie mir das Ganze schildern, heißt es doch noch lange nicht, dass Sie Verschulden trifft. Es kann doch gut sein, dass die Sonnenbank defekt war. So. Und wenn man Ihnen den Körperverletzungsvorwurf macht, dann müsste man Ihnen auch einen Vorsatz, also Absicht nachweisen. Aber davon berichten Sie ja gar nichts. Sie haben ja niemals Absicht gehabt. Gott. Sie sind. Das ist mein Handy. Ich muss da kurz rangehen, ja. Gott. Hallo? Ja, hallo Jessica, hier ist Lara Meissner. Also nach diesem Vorfall im Solarium möchte ich dir mitteilen, im Rahmen deiner Probezeit werde ich dich fristlos entlassen und deine Kündigung wirst du demnächst im Briefkasten haben. Okay? Ja, ich verstehe. Danke. Ja, nein. Tut mir Tschüss. Leid. Ich muss jetzt auch für die Kinder noch was kochen. Ja, natürlich. Klar müssen sie kochen. Aber mal ganz ehrlich, das scheint mir doch alles ein bisschen voreilig zu sein. Klar, Sie sind in der Probezeit, Sie können sie jederzeit kündigen. Aber hier macht sie es ja deshalb, weil sie Ihnen einen Vorwurf macht. Und dieser Vorwurf ist doch gar nicht bewiesen. Was halten Sie denn davon, wenn sich meine Frau Gröner, wenn die sich mal in dem Sonnenstudio umschaut, um mal zu sehen, woher kommt denn überhaupt dieser Vorfall? Was ist denn dafür verantwortlich oder wer ist dafür verantwortlich? Nee, ich möchte ja nicht noch mehr irgendwie Schwierigkeiten machen. Ja, das verstehe ich, aber ganz ehrlich, wenn man Ihnen den Vorwurf einer Körperverletzung macht, dann sollten wir den Tatsachen tatsächlich auf den Grund gehen. Denn schon auf einfache Körperverletzung steht unter Umständen eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Deshalb sichtet Sarah Grüner über Nacht die Bänder der Überwachungskameras im Sonnenstudio und entdeckt Schockierendes. So, also nach langem Hin und Her hat mir die Chefin von der Frau Ahrens jetzt doch mal Zugang zu den Überwachungsvideos aus dem Sonnenstudio verschafft. Im Großen und Ganzen ist es schon so, wie Frau Ahrens es auch geschildert hat, aber in einer Sache hat die uns, glaube ich, doch so ein bisschen angeflunkert. Und zwar betrifft es genau den Moment nach diesem Vorfall. Das war doch ein bisschen anders, als sie gesagt hat. Tatsächlich? Ja, also ich zeige euch das am besten einfach mal. Das müsste auf jeden Fall starke Nerven haben, das sage ich euch gleich. Was nimmt sie denn da? Was? Was macht sie denn? Die schneidet. Ja, die hat mit dem Teppichmesser? Du nach vorne. Ich kann nicht. So, jetzt kommen die Sanitäter. Die schickt die weg. Seht ihr ja? Ja, die Schöffeln kommt vorbei. Weißt du was? Also, die will mit der ganzen Situation nichts mehr zu tun haben und will einfach nur raus. Ja, vielleicht gibt sie sich selbst die Schuld. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht war das aber auch einfach so eine Kurzschlussreaktion. Ich meine, ihr Mann ist ja vor kurzem gestorben, dennoch die ganzen Schulden, die sie da jetzt noch hat. Die ist halt psychisch vielleicht einfach so ein bisschen angegriffen. Ganz ehrlich, die flieht vor irgendwas. Wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt zu ihr hin, sprechen mit ihr. Und du guckst dich bitte da bei diesem Helm um.
In der Kfz-Werkstatt, meinst du? Genau, richtig. Okay. Eins ist mal klar, der Typ, der hat Dreck am Stecken. Darum soll Sarah Grüner vor Ort nach Hinweisen suchen, um den skrupellosen Kfz-Mechaniker zu entlarven. Ingo Lenzen will unterdessen verstehen, warum seine Mandantin ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt und sich selbst grausam verletzt hat. Guck mal, wer da ist. Oh, hallo. 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 Guten Tag. Ja, es muss ja, ne? Kann ich offen reden? Ja, sicher. Das war kein Unfall, ne? Sie haben sich absichtlich selbst verletzt, um aus der Situation rauszukommen, oder? Das haben wir auf der Überwachungskamera gesehen. Stimmt das? Ich muss mal eben, das sind sicher die Kinder, die da kommen. Der Auslöser für ihre Selbstverletzung ist offenbar so ernst, dass die zweifache Mutter nicht einmal wagt, ihn ihrem Anwalt anzuvertrauen. Ach, das ist aber nett, dass die Oma mit euch wieder Eis essen will. Ja, das mache ich doch gerne. Ja, wir haben Besuch. Vielleicht geht ihr einfach ins Kinderzimmer. Hallo, und die Oma liest euch was Schönes vor, ja? Ja, ne? Ja. Da wollen wir vielleicht... Ja, also wegen jetzt dem Sonnenstudio und ich muss mal eben ins Bad. Gleichzeitig nimmt Sarah Grüner den Kompagnon von Jessica Ahrens verstorbenen Mann unter die Lupe, der die Gutgläubigkeit der Witwe so schamlos ausgenutzt hat. Wow, na das ist ja ein Schmuckstück hier. Gefällt mir. Hast du gut hingekriegt. Danke. Mein Opa, der hat auch hier so einen Oldtimer. Meinst du, den könntest du auch auf Vordermann bringen? Nee, da geht leider nichts mehr. Noch die Woche, dann ist der Laden gedicht. Sorry, da kann ich auch nichts machen. Ach so, schade. Tut mir leid. Ja, ich muss aber ganz dringend mal auf Toilette. Könnte ich hier vielleicht noch schnell gehen? Ist das möglich? Meinetwegen hier, einfach durch die Tür ins Büro und dann rechts. Ah ja, cool, danke. Ja. Sarah Grüners Plan geht auf. Unbehelligt kann die Assistentin nach möglichen Belegen dafür suchen, dass Lutz Helmer die Mandantin mit der Vertragsunterschrift vorsätzlich übervorteilt hat. Gleichzeitig will Ingo Lenzen hinter das Geheimnis der Witwe kommen und befragt einfühlsam deren Töchter. Schön, wie ihr vorgelesen wird. Das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Das ist mir auch immer vorgelesen worden. Wie geht's euch denn? Ich vermisse meinen Papa. Ich auch, aber wir hören ihn jeden Abend. Wie meint ihr das? Mama, wenn sie alleine ist, dann hört sie immer Sprachnachrichten von Papa ab. Das kann ich bestätigen. Ich denke, als Erinnerung für sie. Ja, das kann gut sein. Aber ist ja schön, jetzt bekommt ihr immer vorgelesen. Früher hat uns Papa immer vorgelesen oder Oma. Aber Mama liest uns nicht vor. Aber ich lese ja manchmal was vor. Du liest Mama vor? Mhm. Ich kann auch schon lesen. Ehrlich? Ja, das ist ja toll. Unterdessen findet Ingo Lenzens Mitarbeiterin eine Glückwunschkarte. Und zwar jene, die der Kfz-Mechaniker Jessica Ahrens kurz vor dem verhängnisvollen Vertrag unterschreiben ließ. Deren Inhalt ist tragisch und empörend zugleich. Ist alles okay da hinten? Ja, alles gut. Komme. Ingo Lenzen hat derweil nicht nur den angeforderten Bericht zu dem Kfz-Mechaniker erhalten. Dem Anwalt ist auch klar geworden, welches Geheimnis seiner Mandantin auf der Seele lastet. Frau Ahrens. Ja? Frau Ahrens, ich habe gerade eine Information bekommen. Ja? Herr Helmer ist vorbestraft. Ich habe gerade einen Auszug aus dem Bundeszentralregister gesehen. Und zwar wegen Betrugs und wegen illegalem Glücksspiel. Und das mehrfach. Kommen Sie doch raus. Ja? Ich glaube, wir kriegen das hin. Das stimmt, ja. Das ist nicht so einfach, ne? Ich weiß. Und ich kann Ihnen bei dem Problem auch nicht helfen. Das weiß ich auch. Sie können nicht so gut lesen und schreiben, ne? Das wusste nur Dennis, der hat mir mal Sprachnachrichten aufgenommen und die haben mich irgendwie durch den Alltag gebracht. Aber jetzt, ich hab mir die immer wieder angehört. Wenn es rauskommt, dann nehmen sie mir sicher die Kinder weg. Nein. Da brauchen Sie, nein, hören Sie mir mal zu. Das Problem, was Sie haben, das haben Millionen in Deutschland. Und niemand wird Ihnen die Kinder wegnehmen. Die Tatsache, dass Sie nicht so gut lesen und schreiben können,
Die heißt doch nicht, dass Sie keine gute Mutter sind. Sie sind eine gute Mutter. Aber wir können jetzt alles erklären. Und jetzt kann ich auch erklären, warum Sie diesen Vertrag unterschrieben haben. Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen da zur Seite stehen. Okay? Aber jetzt muss ich ganz kurz ans Telefon. Entschuldigung. Danke. Sarah? Okay, alles klar, wir kommen sofort. Durch die erfolgreiche Recherche seiner Mitarbeiterin hat Ingo Lenzen den entscheidenden Beweis gegen Lutz Helmer in der Hand. Seine Mandantin ahnt noch nicht, auf welch infame Weise der Kompagnon ihres verstorbenen Mannes ihre Schwäche ausgenutzt hat. Ihr schon wieder. Was, wir schon wieder? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu regeln, ne? Moment mal, Sie waren doch vorhin wegen der Toilette hier. Was ist denn jetzt los? Ich arbeite für den Herrn Lenzen. Hast mich ja ganz schön verarscht. Nee, so wollte ich es nicht nennen. Ich glaube, Sie sind derjenige, der hier meine Mandantin hinters Licht geführt hat, oder? Nö, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ah, wissen Sie nicht? Nein. Das kann ich Ihnen aber gerne sagen. Mhm. Sie wussten ganz genau, dass meine Mandantin Analphabetin ist. Davon wusste ich nichts. Ach, das denke ich doch, dass Sie davon wussten. Und Sie hatten auch so Ihren eigenen Weg gefunden, um das auszutesten, so würde ich es mal nennen. Sie haben ja der Frau Ahrens eine Karte geschrieben. Na, habe ich gesehen. Finde ich auch ziemlich niederträchtig, muss ich sagen. Du bist zum dumm zum Lesen, oder? Und die hat sie dann noch unterzeichnet. Sie haben meiner Mandantin diese Karte vorgelegt, um zu testen, ob sie lesen kann. Und das war dann der endgültige Grund für sie oder Anlass für sie zu sagen, okay, dann lasse ich sie jetzt einfach mal einen Vertrag unterschreiben, von dem ich ihr im Vorfeld was ganz anderes sage. Und so haben sie ihr dann versucht, dieses Unternehmen hier mitsamt der ganzen Schulden unterzujubeln. Das war die Idee. Und Schulden, die gar nicht ihr verstorbener Mann verursacht hat, sondern Schulden, die sie alleine verursacht haben mit ihrer Spielsucht. Lutz Helmer wurde wegen Betrugs zu einer 2-jährigen Haftstrafe verurteilt. Nachdem der Übernahmevertrag angefochten und das Erbe ihres Mannes nachträglich ausgeschlagen wurde, ist Jessica Ahrens schuldenfrei. Sie besucht inzwischen eine Alphabetisierungsmaßnahme.